Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich muss nochmal eben schauen. Tagebuch. Achso, genau, die Spitzhacke hatten wir jetzt geholt in der letzten Folge. Genau, ich habe es schon wieder vergessen. Ich sollte die Spitzhacke zu Kieren bringen. Okay, gut. Das machen wir jetzt auch. Da war die Tür. Hatten wir hier noch irgendwas, was wir... Nee, wir hatten eigentlich nur die Lupe, die können wir... Ja, die können wir eigentlich drin lassen. Ich hoffe, wir haben da genug Platz für, sagen wir es mal so. Ich mache mal vorsichtshalber hier die Tür zu. Können wir das eigentlich schon zupfen? Nee, ne? Okay, jetzt müssen wir auch nochmal kurz gucken. Der war einmal übers Wasser und dann unten. Genau, das war's. Ach ja, ach ja. Einmal hat man geschlafen, schon hat man schon wieder alles vergessen. Es ist schlimm. Aber irgendwann kommt man in dieses schreckliche Alter. Kann man die eigentlich mitnehmen oder sind die nur zum... Ich bin mir nicht sicher, ob ich die damals auch schon gesehen habe, weil das sieht für mich so ein bisschen... Kannst du mir mal nicht vor die Füße laufen hier? Bin ich jetzt hier noch richtig? Moment. Nee, ich bin nach oben gegangen. Ah, okay, okay, okay. Da müssen wir erstmal am Wasser nach unten entlang. Ich meine nämlich auch, dass wir nach unten gehen sollten. Dann habe ich mir gedacht, ach nö, das Wasser ist ja schon hier vorne. Und dann kam ich irgendwie nicht weiter. Okay, wir werden aber natürlich auch die Gegend hier nochmal so ein bisschen erkunden. Ich weiß auch, dass es da ein Problem gab, dass man halt viel essen musste. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wie das Ganze abgelaufen ist. Also klar muss man sich Essen machen und so. Aber ich habe die Rezepte und alles jetzt nicht mehr so im Kopf. Da oben, ach nee, da oben, da lief nur Wild rum. Das ist doch bestimmt hier dein Gebiet. Ja, da unten. Die Frage ist jetzt nur, wo ist er? Moment, er wird doch normalerweise auch angezeigt. Was ich übrigens vergessen hatte, wir können ja reinzoomen. Er ist gar nicht zu Hause gerade, ne? Ich hatte übrigens auch einen ganz lieben Kommentar. Vielen Dank nochmal dafür. Wieso? Hä, ist er jetzt in meinem Haus oder was? Da steht... Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich hatte nämlich einen ganz lieben Kommentar, dass ich darauf achten soll, dass da ja grüne Flaggen mittlerweile drin sind. Das hatte ich ja ganz am Anfang nicht und da sind so viele tolle Verbesserungen gekommen. Ich muss die erstmal alle kennenlernen und mich an alle gewöhnen. Aber trotzdem lieben Dank für deinen Kommentar. Das Problem ist jetzt nur, ich verstehe nicht so ganz, warum die grüne Flagge jetzt bei mir ist. Ist er jetzt hinter meinem Rücken hier ins Haus gegangen? Das kann natürlich sein. Ich glaube es jetzt eher nicht. Aber das ist doch die Spitzhacke, die wir jetzt hier drin haben, ne? Und das war auf jeden Fall sein Haus. Gucken wir mal eben. Ist aber nicht hier drin. Nö. Okay, also, ja. Ich gucke nochmal kurz hinterm Haus für alle Fälle, aber da dürfte er normalerweise auch nicht versteckt sein. Ist da ein Apfel? Ja, ist das... Das ist doch ein Apfel hier, oder nicht? Ich will die Äpfel hier aus den Bäumen rausholen. Aber nee, kann ja eigentlich gar kein Apfel sein. Das ist eine Tanne. Ich bin ja auch wieder schlau. Okay, es ist kein Apfel. Aber es hätte ja auch sein können, dass dann... Ach, das sind hier... Der Hintergrund, der guckt so ein bisschen durch. Dann, ich verstehe. Ich habe auch da oben irgendwo gedacht, dass da ein Baum markiert wäre mit orangener Farbe. War aber auch nicht so. Ich habe dann danach gemerkt, da ist eine Blume davor. Also, ich muss dazu sagen, ich habe heute auch wenig geschlafen. Deswegen kann das sein, dass ich mir überall Gespenster sehe. Aber das seid ihr ja schon gewohnt. Ah, da ist er. Kieren, bleib stehen. Nein. Hallo, Gameplayerin. Ich war bei dieser Ruine und hier habe ich deine Spitzhacke. Vielen Dank. Nimm sie wieder. Ich denke, du kannst sie besser brauchen als ich. Ich wollte wissen, ob man sich auf dich verlassen kann. Hier habe ich noch ein paar Lembasbrote, damit du mir nicht verhungerst. Ich habe es trotzdem in der ersten Staffel geschafft zu verhungern, das weiß ich noch. Oder war ich da... Ach nee, verhungert bin ich glaube ich nicht, aber ich bin vor Schöpfung dann eingeschlafen oder sowas.
Bis du deine eigene Nahrung anbauen kannst. So ein Brot füllt den Magen eines ausgewachsenen Mannes. Ja, und einer Frau? Ist sie am besten nur, wenn du wirklich Hunger hast. Um Schöpferkraft zu bekommen, kannst du auch schlafen. Ja, wollte ich nicht. Ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber ich weiß noch, dass ich sehr damit beschäftigt war, ich glaube, Steine zu hacken oder sowas. Und dann bin ich irgendwann umgefallen. Ist sie am besten nur, wenn du wirklich Hunger hast. Also, du wolltest mir mehr von eurer ländlichen Idylle erzählen? Das hat noch etwas Zeit. Zuerst brauchst du mehr Werkzeuge. Besuche meinen Freund Wilfried. Er ist Förster und kann dir vielleicht helfen. Er ist oft unterwegs, um die Wälder zu lichten, die uns sonst verschlingen würden. Nachmittags kommt er hier bei mir vorbei und abends kannst du ihn zu Hause antreffen. Komm wieder, wenn du mit ihm gesprochen hast. So, merkt euch das, nachmittags ist er hier und abends ist er zu Hause. Weil ich werde das in 2 Minuten wieder vergessen haben. Ja, was ist für die nachmittags? Wir haben jetzt 16 Uhr rum, ne? Eigentlich müsste er jetzt irgendwo hier in der Nähe sein, wenn ich das richtig verstehe. Ja, bis später. Aber ich würde gerne... Machen wir das mal auf die 9, keine Ahnung. Das Essen dann vielleicht auch noch da, dass ich dann die Sachen tatsächlich dahin bringen kann. So, jetzt ist die... hier unten ist er, glaube ich, oder? Bleib stehen, Wilfried, ich komme. Die rote Zora ist unterwegs. Schreie ich euch übrigens gerade an. Ich habe das Mikro jetzt ein bisschen nah dran, glaube ich. Es tut mir leid, ich möchte euch nicht anschreien. Wo ist er denn jetzt? Moment. Er steht auf dem Dach. Nein, aber das ist gut, dass es angezeigt wird. Sieht nur ein bisschen lustig aus auf der Karte. Hi, ich habe deinen Freund kennengelernt. Hi, ich habe gerade gelesen, hi du Streamer. Hi du Streuner. Du musst Wilfried sein, der alte Mann unten im... Der weise Mann, bitte. Unten im Süden schickt mich. Ah, du kommst von Kian. Nun, so alt scheint er mir gar nicht zu sein. Was braucht er denn? Kannst du mir helfen? Kian meint, ich brauche unbedingt weiteres Werkzeug. Ja, so ist der Gute. Kümmert sich immer um die Neuankömmlinge bei uns. Wie viele kommen denn immer hier hin? Ich weiß noch, als der letzte hier ankam. Hugo hieß er, glaube ich. Da fällt mir ein, kennt jemand noch Hugo, dieses Spiel, was es damals irgendwie im Fernsehen gab? Ich habe gerade so ein Flashback gehabt. Da musste man anrufen, also ich habe es nie gemacht, muss ich dazu sagen. Da musste man anrufen und mit der Telefontastatur musste man dann links, rechts und ducken und springen und so. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch noch. Ich fand das als Kind ziemlich cool. Hugo hieß er, glaube ich. Er war wirklich ein schwieriger Fall. 2 linke Hände und um die Füße war es auch nicht besser bestellt. Ich fürchte, das könnte auch für mich gelten. Ach was, das glaube ich nicht. Immer optimistisch sein. Mein 2. Vorname. Ich denke, ich kann dir mit einer Axt weiterhelfen. Ich habe noch eine Ersatzaxt, die ich dir geben könnte. Aber zuerst möchte ich, dass du mir Kupfererz besorgst. Damit ich über den Winter in Waldheim eine neue Axt herstellen lassen kann. Wie ich sehe, hast du bereits eine Spitzhacke. Oh, immer dann, wenn ich am Vorlesen bin. Ja, dann besorge ich dir das Kupfererz. Weißt du, wo ich welches finde? Es gibt einige Vorkommen in der Nähe. Suche am besten auf felsigem Gebiet. Es gibt verschiedene große Vorkommen. Sie sind bräunlich mit grünen Adern drin. Bräunlich. Ich und mein Gedächtnis, ich hoffe, das weiß ich gleich noch. Bräunlich mit grünen Adern. Manchmal findest du auch Edelsteine, wenn du sie aufschlägst. Wahrscheinlich deswegen die grünen Adern, vermute ich mal. Behalte sie, wenn möglich, denn einige von ihnen sind viel wert. Oder du kannst sie noch brauchen, um etwas daraus zu bauen. Mit deiner Kupferaxt brauchst du nicht versuchen, Eisen oder noch härtere Steine zu spalten. Dafür brauchst du besseres Werkzeug. Das machen die alle. Wieso kann ich nicht den geradlinigen Weg nehmen? Drückt mir einfach so eine Goldspitzhacke in die Hand, dann kann ich alles machen. Nein. Gut, also braun mit grünen Adern. Okay. 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 Den Rest habe ich jetzt vergessen.
Aber wo finde ich? Uah. Aber wo finde ich die? Ich weiß, ich bin damals rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob das war. Braun mit grünen Adern. Aber nee, das sind, glaube ich, die normalen Steine. Hallo? Hallo? Was sagt er? Mit der Sonne im Gesicht ist das Holzfällen. Was, was, was? Schwierig? Tödlich? Gefährlich? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn? Ach, das ist ein. Okay. Dann gehe ich mal hier links rum. Ich glaube, da hinten rechts sind nämlich ziemlich viele Bäume auch. Ich nehme schon mal die Spitzhacke. So. Hat er eigentlich gesagt, wie viel ich davon brauche? Ich habe das Kürzel gar nicht mehr. Kürzel fürs Inventar, das muss ich noch. Fürs Tagebuch, das muss ich noch rausfinden. 30 Kupfererz. Okay. Schalte die Quest aktiv. Bei Quests mit Zielbereich. Ah! Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das damals schon gewesen ist oder ob ich das damals sehr spät rausgefunden habe. Es kann aber auch sein, dass das eine der vielen Verbesserungen gewesen ist. Erscheint dann ein kleiner grüner Pfeil unten rechts. Nee, ich glaube tatsächlich, das habe ich erst sehr spät rausgefunden und habe mich dann geärgert, dass ich das so spät erst rausgefunden hatte. Okay, na, da, lauf doch nicht in den Baum rein. Unten rechts. Wo sind wir überhaupt jetzt hier auf der Karte? Moment. Da kommen wir auf jeden Fall noch weiter. Also für alle diejenigen, die so doof sind wie ich, hier unten rechts ist jetzt ein Pfeil. Und der zeigt uns jetzt ungefähr an, in welche Richtung wir laufen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese jetzt hier gemeint sind. Ich glaube schon, oder? Er zeigt mir trotzdem noch unten rechts an. Ist das jetzt. Moment, ich muss mal eben. Na, zeig's mir doch an. Na? Ich krieg den Po. Ach so, der macht das hier oben dann immer. Ah, ich verstehe. Ah ja, rechts gedrückt halten, das war's. Ich vergesse es immer wieder. Sandstein und Kalkstein. Also überhaupt nichts von dem, was wir haben wollten. Na gut, dann folgen wir erstmal weiter dem Pfeil. Aber immerhin wissen wir schon mal, wie Sandstein und Kalkstein aussieht. Und dass wir es schon abbauen können. Das wissen wir auch. Was ist das? Du bist bestimmt Eisen, oder? Dich kann ich noch nicht machen. Ich weiß, ich bin neugierig. Tut mir leid. Ja, schade. Marmor. Kann ich mir dann mit dem Boden neu auslegen? Obwohl, ich stehe ja überhaupt nicht auf Marmor. Das sieht irgendwie so. Also eigentlich sieht es ganz gut aus, je nachdem, was das, also was drumherum ist, ne, so für Möbel und so weiter, aber ich mag es überhaupt nicht. Ach, ist das hier braun mit grünen Adern? Das könnte hinkommen. Das war aber sehr wenig jetzt gerade. Moment. Schauen wir mal. Kupfererz. Ha! Ich bin gut. Also eigentlich bin ich nicht gut. Ich vergesse im Moment alles. Aber ja. Zumindest hat das jetzt wesentlich besser geklappt als in der ersten Staffel. Gut, ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen, ja, im Kopf noch nicht mehr viel, aber doch noch so einiges, was ich vor Jahren halt gemacht habe. Es ist ja jetzt schon, ja, 3,5 Jahre ungefähr her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Und wie gesagt, da sind so viele Verbesserungen. Das ist jetzt, glaube ich, was anderes, ne? Ich hoffe, ich habe da noch Platz für. Aber wir können es abbauen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Was ist denn da? Ist das jetzt hier? Fluorid, ist das größer geworden? Ich muss mal drauf achten. Nee, ist auch Kupfer. Ach so. Das sind dann größere Vorkommen, oder was? Oder habe ich jetzt nicht drauf. War das jetzt so eins oder war das jetzt doch eine andere Farbe gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde das so niedlich, wenn die dann hier so am Flackern sind die ganze Zeit und dann so magisch zu mir rübergezogen kommen. Muss ich aber sagen, finde ich richtig, richtig gut, weil es gibt so viele Spiele, wo man endlos lange irgendwie so ein Zeug grinden muss. Und dann jeden einzelnen Fizzle, der da irgendwo am Boden hängt, muss man dann auch noch einzeln mit E am besten noch bestätigen zum Aufheben. Oder kriege ich die Krise bei, ganz ehrlich. Man kann da natürlich auch noch für teuer Geld irgendwas dazu kaufen, dass man so einen Begleiter hat, der da mitläuft. Ich weiß, wir haben die 50 schon voll. Aber ich habe noch ein bisschen Platz hier drin. Deswegen. Hier ist doch nochmal so ein großer. Ich
guck noch mal eben, ob das wirklich... Das war gar kein Kupfer, oder? Kupfer hat sich nicht erhöht. Oh, was haben wir denn hier bekommen? Sonnenstein. Es wird auch gerade sehr dunkel, habe ich das Gefühl. Oh ja, 22 Grad wollte ich gerade sagen. 22 Uhr. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen an Kupfer mitnehmen, bevor ich hier... Nein, nein. Letztes Mal hast du auch gesagt, du bist erschöpft. Und dann bin ich nicht mehr nach Hause gekommen. Komm, den einen noch. Ja, ich weiß. Ess noch ein bisschen Brot. Nee, okay, wir lassen das. Ja, ja, ist okay, wir lassen das. Alles gut. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu erschöpft, um wieder zurückzugehen. Laufe ich jetzt eigentlich richtig? Moment. Ich muss wieder... Der zeigt mir jetzt immer noch die rote Fahne an. Aber das ist nur, dass es da ist, oder? Ich habe das doch jetzt eigentlich... Ich sollte das Erz bringen. Ja, ja. Ich habe das doch jetzt eigentlich soweit fertig. Ich wollte gerade sagen, habe ich da noch irgendwas vergessen? War da noch was außer dem 50 Kupfererz? Ja, ich habe es sogar behalten. Mhm. Sprinten konnte man nicht, ne? Das war was, was ich mich damals schon gefragt hatte. Kann man hier? Ja, ich weiß. Ich sehe sie beim Dunkeln nicht. Was ist das? Ist das eine Blume, die ich jetzt gerade versucht habe wegzuhacken? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn Wilfried überhaupt? Ach, oh, ich laufe hier komplett falsch. Natürlich laufe ich komplett falsch. Eine Minimap wäre übrigens ganz gut. Jan, wenn du das jetzt hier hören solltest und noch nicht genug davon hast, was für ein Quatsch ich rede, dann könntest du vielleicht mal drüber nachdenken, so in der Ecke eine einschaltbare Minimap zu machen. Das fände ich ziemlich cool. Der ist jetzt schon am Pennen, oder? Es ist schon 23 Uhr oder so. Das habe ich noch so halb im Kopf. Ich glaube, die gehen irgendwann mal schlafen. Dann konnte man die nicht mehr... Aber der hat die Tür offen gelassen. Das ist zumindest sehr freundlich. Ich glaube, so viele Leute... Ja. Alter. Muss ich dich retten? Du hast deine Kapuze über dem Gesicht. Du darfst so nicht schlafen. Du könntest ersticken. Ich sollte aber auch schlafen. Hat der kein zweites Bett irgendwie, dass ich mich hier mal kurz hinlegen kann? Vielleicht hier eine Scheune oder was das ist? Haben wir hier vielleicht irgendwie so ein Strohbett oder so? Einfach nur, damit ich übernachten kann. Das wäre ganz nett. Nein! Ach so, das war das. Ja, doch, daran erinnere ich mich noch. Das ist ein bisschen höher jetzt, ne? Ja. Doch, doch, doch. Daran erinnere ich mich noch, dass man irgendwoher den Schlüssel bekommt. Oh ja, daran erinnere ich mich auch. Es gibt diese komischen Flecken hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt tiefe Gräser oder sowas waren, wo man dann langsamer läuft. Wo ich gerade so die Spitzhacke sehe. Wenn alles gut geht, werden wir übrigens bald in einer Mine zusammen als Zwerge arbeiten, der Epi und ich. Ich habe mir nämlich jetzt das Spiel Rückkehr nach Moria, oder wie das heißt, geholt mit den Zwergen. Es wird ganz interessant und ganz lustig werden, hoffe ich mal. Und wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, also ich habe gehört, es soll wohl auch etwas schwieriger sein. So, was können... Kann man das mit Rechtsklick? Kann man das mit einem Klick? Nee, ich kann es nur rüberziehen, oder? Ja, Rechtsklick ist klar. Dann wird das jetzt angezeigt. Irgendwie mit Shift vielleicht? Ah! Einfach erstmal alles ausprobieren. Was dann übrig bleibt. Aber die kann man jetzt nicht teilen vom Stapel her, oder? Ich kann nur einen ganzen Stapel mitnehmen. Jan, solltest du das jetzt hören? Ich könnte jetzt auch andersweitig nachfragen, aber solltest du das jetzt hier hören? Gibt es eine Möglichkeit, das zu splitten? Da bin ich mir nämlich jetzt gerade nicht sicher, ob ich das splitten könnte. Ich glaube, ich konnte es damals auch nicht splitten, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt gehe ich hier mit der Axt ins Bett oder was? Wieso habe ich ja eigentlich kein Licht drin? Ich muss mir ja echt mal... So, zumindest ein bisschen... Ich komme da gar nicht rum. Warum komme ich da nicht rum? Okay. So, einmal schlafen bitte. Bis 2 Uhr nachmittags oder so. Oh nein, er hat jetzt wirklich... Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger einstellen sollen. Okay, ich bin ausgeschlafen. Das ist gut. Moment, wir können jetzt nicht das Feuer hier anlassen. Wir müssen ja jetzt... warte mal, das... Ganz ehrlich, das nervt mich jetzt gerade, dass das nicht das Letzte ist. So, ich weiß nicht warum, das triggert mich irgendwie so ein bisschen. Was war denn das hier nochmal? War das eine Kiste? Nee, was nicht. Flächen. Ja, Komposter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Gab es die Möglichkeit, ich bin mir nicht mehr sicher. Ah ja, doch. Mit einem Rechtsklick konnte man sich eine Markierung machen. Das Problem ist nur, die wird mir nicht angezeigt, oder? Lieber Jan, solltest du dieses Video sehen? Hätte ich noch einen spontanen Vorschlag für dich? Dass die Markierungen auch angezeigt werden hier unten. Dass man weiß, in welche Richtung man laufen muss. Das wäre richtig cool. Also das fände ich jetzt so persönlich gerade ziemlich gut, weil ich bin jemand... Gut, wenn man eine Minimap hat, braucht man es nicht. Dann weiß man ja, läuft man in die Richtung oder nicht. Also du kannst gerne eine Minimap einbauen. Du kannst aber auch gerne einbauen, dass man Markierungen hier unten sieht, dass man dann dahin laufen kann. In die Richtung. Nee, dem anderen musste ich das geben, ne? Hi! Kian. Ach so! Ach, er hat ja geschlafen. Ich bin ja auch so doof. Ich laufe ja auch zum Falschen. Oder? Ich sollte das doch dem... Ja, dem Wilfried... Oh, Moment, da muss ich wie? Das war, meine ich, der hier oben, oder? Der hat jetzt nur kein Questzeichen drin. Also ich habe hier unten rote... Moment. Der läuft gerade hier unten rum. Also 2 Uhr gilt schon als Nachmittag. Haben wir jetzt gerade gecheckt. Wilfried, hallo. Nein, nicht reingehen. Die Leute, die reingehen, sind entweder am Essen oder am Schlafen. Ich will beides nicht. Rede mit mir. Hallo, Gameplayerin. Hier habe ich das Kupfererz. Okay, das können wir gleich, glaube ich, noch fragen, ne? Bestens. Dann gib mal her. Und hier deine Axt. Ich habe auch noch diese alte Umhängetasche in meiner Truhe gefunden. Ich denke, die kannst du gut gebrauchen. Und bei mir liegt sie nur herum. Falls du noch mehr Lagerplatz brauchst, ich habe eine Truhe in deiner Hütte gesehen, als ich das letzte Mal dort war. Die sollte für die nächste Zeit reichen, um all dein Zeug zu verstauen. Weiß ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, meine Truhen sind grundsätzlich immer komplett voll. Bin ich ganz ehrlich. Danke. Kannst du sonst noch etwas für mich... Heißt das nicht, normalerweise kann ich noch etwas für dich tun? Okay, wir sagen, kannst du sonst noch etwas für mich tun? Okay. Momentan nicht, aber vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Ja, vielleicht später. Nein, klar, wie es ausschaut, habe ich momentan viel Zeit. Schön, dann schlage für mich einige Kiefern oberhalb meiner Hütte. Das habe ich auch noch im Kopf. Ich zeige dir genau wo. Das Holz kannst du dann behalten und komm danach noch einmal bei mir vorbei. Ja, mache ich. Einige Kiefern, wir gucken gleich nochmal, ob da eine genaue Anzahl gleich drin. Ich meine mich, da stand eine genaue Anzahl drin. Sag mal, Wilfried, gibt es hier eigentlich auch gefährliche Tiere in den Wäldern? Wenn du mit gefährlich meinst, dass sie dich angreifen. Nein, ich denke nicht. Ich habe all die Jahre nie ein aggressives Tier getroffen. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier die Tiere mit Respekt behandeln. Wie es in den Wald hineinschallt, schallt es hinaus. Wie wir Förster immer sagen. Gefährlich sind wohl nur die Höhlen. Das zumindest hat Kian mir erzählt. Aber da musst du ihn fragen. Ich habe noch nie eine Höhle betreten. Und ich will's auch gar nicht. Ich hasse Höhlen in solchen Spielen. Ja, Moment. Ich denke immer, das ist ein Wildschwein. Ich sehe dann immer was Graues so aus dem Augenwinkel und denke immer, das ist ein Wildschwein. Wie mache ich das nochmal mit der Tasche? Das ist jetzt die Frage. Umhängetasche Größe 10. War das automatisch? Musste ich die hereintun? Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Das ging nicht. Ja, ich weiß es wirklich nicht mehr. Plus 10, aber da sind jetzt keine 10 Plätze dran, also mehr dazu, oder? 4, 6, 8, 10. Waren da vorher 3 Reihen oder 4? Ehrlich gesagt, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Boah. Fragst du mich jetzt gerade was? Tagebuch. Kann ich das nicht irgendwie... Ach, mit J. Ah, sehr gut. Das schreibe ich mir mal eben auf.
Weil das Problem ist natürlich, wenn man so viele Spiele auf einmal spielt. Tagebuch. Man möchte das dann schon so haben, dass man das ein bisschen abkürzen kann, aber man weiß es halt nicht mehr alles. Da steht nur Fälle Kiefern. Ja, gut. Ah, nee, Moment, hier. Drei Bäume. Okay, das machen wir mal mit rein. Wieso? Nee, das würde ich gerne weghaben. Kann ich das nicht löschen? Machen wir einfach mal hier ein Kreuz hin. Hier ist das. Hier ist der Wilfried, wollte ich gerade sagen. Hier ist der, wie heißt das, markieren. Ich bin mir aber sicher, dass die Tannen oben waren bei ihm. Wieso zeigt er mir an, ich muss runtergehen? Habe ich das falsch in Erinnerung oder? Nee, hier oben ist das. Wieso macht der mir jetzt hier? Wieso zeigt der mir an, ich soll runtergehen? Ich laufe mal dem Wilfried hinterher. Ah, nee, jetzt hat er es aktualisiert. Ach so. Okay. Also nächstes Mal einmal kurz aus dem Menü rausgehen und dann... Ne? Dann flugt das. So. Gucken wir mal. Kriegen wir hier nochmal den Weg? Da ist der Weg. Sehr schön. Ah, siehst du? Das war nämlich eine Blume, die ich gesehen hatte. Kann man die eigentlich auch... Hola Smaragdholzstamm. Oh, das sind auch nochmal besondere. Okay. Das hört sich auch sehr nach Zauber an. Hi, ich wollte mal ein bisschen mit dir spazieren gehen, aber du bist mir zu langsam. Ich gehe dann schon mal vor. Ich meine, das wäre oberhalb von der Hütte gewesen hier, ne? Genau. Drei Stück, meine ich, stand da drin. Jetzt nochmal die blöde Frage. Das sind alles die gleichen hier, ne? Kann ich die alle machen von der Größe her? Ich bin mir nicht sicher. Also die müsste ich machen können, das ist klar. Hier wachsen auch wieder neue... Klar, ist ja ein Förster, ne? Hier wachsen auch wieder neue nach. Wobei das natürlich in der ganzen Welt so ist, dass sich die ganze Welt eigenständig verändert, dass es nachwächst, dass, ja... Wie ich schon sagte, dass sich die Welt halt eigenständig verändert, ne? Also geht doch runter. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier. Ach ja. Okay, gedrückt halten. Dann kann man das Ganze ein bisschen schneller machen. Das sind so diese kleinen Tipps und Tricks, die ich ehrlich gesagt alle gar nicht mehr so im Kopf habe. So, haben wir hier eine. Ich kann nichts sehen direkt, aber ich nehme mal an, dass die gefällt wird. Zumindest rappelt sie. Perfekt. Er ist, glaube ich, gerade in sein Haus gegangen, oder? Habe ich das richtig gesehen? So, es ist zwar immer noch das Fähnchen da, aber... Ja, das waren drei Stück. Dann hatte ich das richtig im Kopf. Das Holz darf ich behalten. Das ist immer gut. Ich glaube, das ist auch irgendwie für eine Quest oder so gut gewesen, ne? Jetzt laufe ich mit der Axt hinter ihm her. Sieht aus, als ob ich hier im Horrorfilm bin. Hallo, Gameplayerin. Schon wieder geht ein Tag vorüber. Oh, echt? Oh, wir haben schon wieder fast 22 Uhr. Ach du Schöne. Gut, dass ich so schnell fertig geworden bin. Ich habe für dich die Bäume gefällt. Vielen Dank, das war sehr nett von dir. Hier etwas. Bäume fällen macht hungrig. Ich glaube, da sollte heißen, hier etwas Lambas Brot. Oder? Nee, ist kein Lambasbrot. Kornriegel. Kornriegel mit Erdbeere. Erdbeeren sind lecker. Vor allen Dingen, wenn man die selber anpflanzt. Ja. Ich habe jetzt aber gerade aktuell dann keine Quest mehr, ne? Ist richtig. Ach so, doch. Ich sollte mit dem noch über die Höhlen... Ja, stimmt. Ja, nee. Interessant hört es sich nicht an. Ich mag die Höhlen nicht. Ich war, glaube ich, jetzt während der ganzen Zeit noch nicht in den Höhlen drin. Ich laufe schon wieder... Nee, ich war... Doch, ich laufe diesmal richtig. Aber Höhlen ist echt das Einzige, was ich an solchen Spielen nicht wirklich gerne mag. Bin ich ganz ehrlich. Wo sehe ich eigentlich... Moment, welches von den beiden... Okay,
habe nur das Inventar auf. Welches von den beiden war jetzt? Links war, glaube ich, die Ausdauer, ne? Die ist eben ganz runter gewesen. Das heißt, rechts müsste dann theoretisch mein Hunger sein, oder? Ich könnte ja eigentlich mal... Moment, 5. Ja gut, es ist jetzt natürlich beides hochgegangen. Ja. Okay. Schaffen wir das noch mit dem zu sprechen, bevor wir uns wieder auf nach Hause machen, oder? Die müssen auch denken, ich bin ja sonst jemand, ne? Bei dem einen laufe ich mit der Axt im Haus rum, bei dem nächsten mit der Spitzhacke. Hallöchen! Oh, er ist schon am Schlafen. Er geht früh ins Bett, schade. Ja gut, jetzt haben wir auch schon... Ja gut, wir gehen auf die 23 Uhr zu. Hallo? Das ist natürlich... ich meine, es gab sogar irgendwie auch einen Trick. Gab es nicht irgendeinen Trick, dass ich schneller zum Bett potten konnte? Oder war das nur, als ich damals umgekippt war? Das kann natürlich auch sein. Ich habe da irgendwas im Kopf. Aber das kann wirklich sein, weil ich hatte eine Szene, da habe ich dann halt gearbeitet. Und mein Char hat immer nur gesagt, ich bin so müde. Ich habe keine Kraft mehr, ich bin so müde. Und ich so, ja komm, den Stein noch und den Stein noch und den Stein noch. Ja, und dann bin ich irgendwann mal umgekippt. Denn ich glaube, dann bin ich tatsächlich im Bett aufgewacht danach. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir uns hier schon wieder ein kleines Feuerchen machen. Das muss ja realistisch sein. Obwohl, eigentlich können wir das auch tagsüber anlassen, oder? Ich hoffe, wir müssen hier nicht nachlegen. Ja, vielleicht machen wir es dann doch lieber aus. Ich würde dann sagen, dass ich mich jetzt hier ins Bettchen lege und dass wir dann am nächsten Tag mal schauen, ja, dass wir mit ihm über die Höhlen sprechen. Und ich hoffe dann, wir müssen da noch nicht hin, weil ich würde gerne das Spiel erstmal so ein bisschen weitermachen ohne die Höhlen. Aber ich meine auch, ich habe mich geweigert, in irgendeine Höhle reinzugehen zum Zeitpunkt. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Oder ich war ganz am Anfang drin, keine Ahnung. Ich sage auf jeden Fall erstmal gute Nacht im Spiel und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, falls einer von euch das weiß, wenn mit dem Splitten hier, ob man die irgendwie auch die Hälfte teilen kann oder sowas. Ich meine, mich dran zu erinnern, dass das nicht möglich war. Ne? Jan, kleinen Wink. Falls es nicht möglich ist, falls ich das jetzt nicht irgendwo falsch im Kopf habe, dann wäre das vielleicht auch eine Option zu sagen, dass man das vielleicht so einfügen könnte. So. Ich weiß nicht, ob man es jetzt muss, keine Ahnung, aber ich denke mal, dass das schon ganz okay wäre. Was war das nochmal? Achso, Bonus Schöpferkraft. Temporär erhöht. Okay, ich gehe jetzt schlafen, weil sonst ist die Nacht wieder rum und dann konnte man das nicht einstellen? Moment, bis 1. Ich will aber den, ich kann nur den großen einstellen. Ich kann den auch nicht ziehen, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, dann klicke ich mich mal durch. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!